Hallo meine Lieben und schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Ja, heute kommt wirklich dann diese Mystery Box. Ja, haben es ein bisschen später Abend. Ich war schon bei meinem Besuch. Oh, also Weihnachtsbesuch, letzten Weihnachtsbesuch. Jeden Tag war ja immer irgendwas. Ja, ist so Familie, wenn man halt mehrere Familien, also Teile hat, ne, dann je nachdem, wie man was einrichten kann, geht mal hin. Ne? Ja, ich habe deswegen gesagt, ich war da müde. Ich hätte es zwar vor uns auch noch geschafft, aber ja. Ich überlege auch, ob ich das andere Video und dieses Video, das letzte Video und das Video, an einem Tag hochlade oder dann doch einen Tag versetzt. Das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. Sagt, mein Arzt war ich ja noch nicht, ist ja erst morgen. Haben wir immer noch den, bei mir den 26. Ja. Ach so. Entschuldigung. Ja, Dezember. Nochmal, ich werde sie einblenden. Ich habe das jetzt noch nicht gesagt, aber ich habe es ja dann ja schon in der Video beschreiben bzw. Überschrift geschrieben, dass es ein Spoiler-Alarm ist. Hier werde ich es auch nochmal einblenden, so dass ich es gerade schon aufgemacht habe. Aber ich hoffe, ich habe nicht allzu viel gesehen. Aber wie gesagt, ich habe ja eigentlich schon vorher schon ein bisschen gewarnt, anhand der Überschrift. Ne? Ja, heute geht es, wie gesagt, um die Mystery Box mit diesen süßen Drachen. Und ja, wer es nicht wissen möchte, ich weiß, wie gesagt, immer noch jetzt gerade auch nicht, ob die Box noch gibt. Wenn ja, und wer sich nicht spoilern lassen möchte, dann schaltet bitte ab. Ne? Seht euch nicht böse. So, alle, die es wissen möchten, es geht jetzt los. So, und zwar haben wir einmal Anhänger. Typische Teenie Schnickschnack Logo. Dein Painting bei Teenie Schnickschnack. Ja, hier haben wir mal einen Haken, wie man es kennt. Und hier haben wir die Anhänger. Ja, die kleben auch wieder ein bisschen aneinander. Tack. Einmal haben wir diese Süße. Also ist auf beiden Seiten. Entschuldigung, muss gerade aufstoßen. Beiden Seiten zu bepainten. So ein bisschen Blumenkranz, wie das aussieht auf dem Kopf. Das ist Nummer 2. Ist auch süß. Hat sogar Wimpern. Guck mal. Also guckt mal. Hat sogar Wimpern. Das ist die Nummer 3. Die hat eine Brille auf. Auch nicht schlecht. Die Nummer 4 hat auch eine Brille auf mit auch ein bisschen Blumen im Hintergrund. Nehme ich mal an. Das sieht so aus, als wenn das Blumen. Ne? Super süß. Das war jetzt Nummer 4, genau. Ja, ist ein 6er Set. Ups. Ja, das Kleben, das legt sich dann wieder, wenn die Steine drauf sind und wenn man es dann versiegelt hat, dann klebt es am Ende nicht mehr. Ne? Hat auch schon eine Erfahrung gemacht. Also einmal klebe hier. Klebt es ein bisschen, aber naja. Ist manchmal so bei begossenen Kleber, beziehungsweise bei solchen Anhängern, bin ich manchmal gewöhnt, dass es so ein bisschen klebt. Aber sonst ist es gut. Ja, diesen süßen Drachen noch. Also ich glaube, der gefällt mir bis am besten. Mal gucken. Und dann diesen kleinen süßen Babydrachen. Süß. Ja, das waren die Drachen. Die tun wir wieder rein. Habe ich wieder viel Nachschub an Anhängern, was ich so jetzt gezeigt habe. Ich habe noch andere Sachen, aber die, ich wollte jetzt nicht mit alles unboxen. Kleinere Sachen. Ja. Mein Fuß schmerzt so dermaßen, aber ich möchte das Video jetzt noch zu Ende drehen. Ich bin ja dann gespannt, was dann rauskommt. Das werde ich dann, also eigentlich wollte ich die Bilder jetzt noch unboxen. Ich werde dann denke ich mal gleich noch ins Bett gehen, wenn ich das Video gedreht habe. Da ich ja dann morgen früh aufstehen möchte und so weit wie möglich früh da sein möchte bei dem Arzt. Nicht, dass ich so lange warten muss und ich schon sage, hier Anmeldeschluss, weiß man ja nicht. Macht zwar erst 8.30 Uhr auf, aber ja, man weiß es nicht. Machst du jetzt auf den Tisch wieder? Hm? Diego. Wusch. Ja, hier haben wir das schöne Strasssteine. Einmal so schönes Grün, so Mintgrün, ein Pink, ein bisschen Gelb, Blau, Blau, dann nochmal ganz helles Blau, ein bisschen Grün, Orange, Rot, weiß hellblau, Rosa. Das ist, ich weiß nicht, ob das ganz Mischung aus Weiß und Fliederfarben, Violettfarben,
ganz leicht, finde ich. Das ist eine Mischung aus Blau-Lila, würde ich sagen. Ja, ist auch sehr schön. Oder dunkles Grau kann es auch sein. Ich kann es gerade nicht so definieren. Ja, aber auch sehr schön. Ja, diese normale weiß-silberne Farbe. Und hier haben wir normales Schwarz. Ja, das Schwarz wird wieder, wie ich denke, das ist die 14. Genau. Ich kann es mir an dem jetzt zeigen, zum Beispiel, wenn ich noch keine, ja, wenn es ein bisschen fixieren würde. Aber mindestens hier im Auge. Genau, auch hier, was hier so schwarz ist, ist beim Auge. Sonst sind die alle ganz bunt. Wunderschön. So, die tue ich jetzt wieder hier rein. Ja, ich bin echt gespannt, was dann noch im Arzt rauskommt, weil ich habe mir gerade mein Gesicht nochmal angeguckt. Also blau ist es jetzt irgendwie nicht mehr so, aber irgendwie die Außenkante, die wölbt sich irgendwie ein bisschen nach außen. Das sieht echt gefährlich aus. Ich hoffe, es ist wirklich nicht allzu schlimm. Besser nicht, ob es dann noch Bänder drehen oder Prellung, keine Ahnung, was da ist. Ja, drückt mir dann bitte die Daumen. Na gut, wenn das dann schon gewesen ist mit den Videos, dann... war ich natürlich mein Arzt, da weiß ich schon mehr, aber ja, hätte, na gut, ich habe, glaube ich, im letzten Video von meinem Adventskalender auch schon gesagt, dass ich zum Arzt gehe. Na ja, ihr werdet es sehen. Ne? Ja, dann haben wir hier einen süßen Stift, einen süßen Dino-Stift. Ja, für Kinder ist es süß. Aber man kann ja auch mit, also ich weiß nicht, ob ich mit dem Payton würde, dann müsst ihr jetzt eher so halten, also mit den Stacheln nach unten, oben. Ja, wenn ich so, dann würde, also ist klar, es ist Gummi, aber trotzdem ein bisschen hart. Ja, das würde mich, glaube ich, immer in den Finger pieken. Das würde auch verdauen mal wehtun. Also wenn man den, müsste man den so halten. Ja, ja, das ist einmal ein einer Stift. Ja, wenn man es kennt. Genau. Naja, ein Dino-Stift. So, das war Nummer 2. Ich hatte auch was anderes, also was ich auch nicht allzu toll finde, also die Box war auch ein bisschen günstiger als die sonst anderen Mystery Boxen, weil es sind eigentlich nur 5 Sachen drin, ne, im Wert von sonst was, und man bezahlt halt weniger anhand der Mystery Box, und es sind halt auch Sachen drin, die es noch nicht nimmt, die es jetzt nicht so eins im Shop gibt, sondern halt nur in der Mystery Box. Ich denke, dass da auch was im Shop drin ist, und das, dann hat man es vielleicht doppelt. Nein, das ist alles für die Box ausgewählt. Ja, wo ich die Box schon mal ausgepackt hatte, kurz ohne viel reinzugucken, war halt dieses Wachsdöschen dabei. Das hat jetzt nichts mit Drachen zu tun, ne, aber naja. Deswegen war die, ich habe mir eigentlich schon gewundert, hä, warum ist denn die Box ein bisschen günstiger als die anderen? Und wo ich das gesehen habe, dachte ich mir, alles klar. Also sind eigentlich noch 4 Sachen drin. Und gucke euch mal meinen Kater wieder an. Kartonkatze. Hallo. Bist du jetzt auch in der Mystery Box? Ja? Ich dachte mir, geil. Ja, deren Kartons. Ja, ne, also, wie gesagt, ich habe mich ja gewundert, sonst kostet es, glaube ich, zwischen 30 und 35 Euro. Und die hat, glaube ich, nur 27, 28 gekostet. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Aber wenigstens, 5 Euro billiger als die andere Boxen, die ich sonst bei ihr gekauft habe. Ja, aber macht ja nichts. Wachs kann man immer gebrauchen und Macarons sind auch süß. Ja. Oder man verschenkt es. Kann man auch machen. So, dann habe ich wieder ein Notizbuch. Wunderschön. Ein Drache mit. Ja, also man hat hier normale Steine und hier ganz viele Sondersteine mittendrin. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Habe eigentlich schon genug, auch das schon gepaintet. Ich habe ja jetzt auf meinem Adventskalender ja auch 2 gepaintet. Einmal diese Elefanten-Notizbuch. Das kriegt ja meine eine Freundin. Das muss ich auch dann die Woche eventuell dann losschicken. Zumindest ist mein Plan so. Ja, also wie gesagt, hier ist das Notizbuch. Kann ich auch nochmal zeigen, den Druck. Ne? Erkennt man alles gut. Wunderschön. Und die Augen. Also die Augen tut man nicht paint, aber die sind auch sehr schön. Ja. Bin gespannt, wie es dann aussieht. Also hier kann ich mal reingucken. So wie ich es halt auch kenne. Ja. Kann man auch gerne auch als Tagebuch nutzen. Ich nutze meistens zurzeit die Hälfte. Ah gut, sonst beim letzten habe ich ja so ein Ringbuch gehabt. Das nächste wird sein, dass ich wahrscheinlich das mit dem Rentier benutze. Oder vielleicht auch das. Aber es wird, denke ich mal, eher das Rentier erstmal werden. Dass ich da meine Memos reinschreibe wegen meinen Videos. Ja, passt da viel rein, weil
Da habe ich jetzt so viel reingeschrieben und gemacht. Und also wie meistens bei meinen Zeitrahmen schreibe ich mir alles auf. Wie viel ich jetzt noch brauche oder wie lange ein Zeitraffer sein darf. Und auch was vorlese zum Beispiel. Ja, so nutze ich die Hefte gerade. Aber vielleicht nutze ich das mal für was anderes. Mal gucken. Achso, der Toolkit haben wir dieses hier. Da haben wir einen Stift, eine ja, Plastikpinzette. Die finde ich nicht ganz so gut, aber naja, kann man auch mal zum Basteln benutzen oder so. Ja, ein Schiffchen und ein Silikonwachs. Ja. So, hier haben wir die ganzen Sondersteine. Wunderschön. Dann hier nochmal so Tröpfchenfarben. Mal gucken. Das ist jetzt die Farbe E. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das E. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier sind es noch 6. Also ich glaube, diese Größe wird, glaube ich, auch zu meinen euren Fensteranhänger passen, glaube ich. Oder waren die vielleicht noch größer, ich weiß es nicht. Naja, zumindest habe ich die hier angeschrieben und ja, wird schon, denke mal, spätestens nächste Woche auch was kommen. Eventuell. Je nach, also meistens hat es nicht länger als eine Woche gedauert, wo ich schon mal das Problem hatte. Ja, aber bleibt ja meist was übrig, man könnte es bloß ausprobieren. Ja, das ist das F. Muss ich mal kurz gucken. Das F. Also ich sage das E, das kommt hier oben hin, die Tröpfchen. Das F kommt auch hier oben hin. Das sind 5, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Passt das überhaupt? 3, 5, 11. Ja. Sieht mir wenig aus. Moment. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ach nee, das täuscht. Hier sind 12 Stück, also passt's. Ja, von den Sondersteinen sind nicht immer allzu viele übrig, kommt drauf an. Dann haben wir hier solche schönen Steine, das sind so diese Perlmutt. Das sind 5 Stück, das ist das D. 1, 2, 3, 4. Ja, 4 zähle ich jetzt bis jetzt nur. Also wird schon reichen, denke ich mal. Dann haben wir diese, das ist auch so ein bisschen Perlmutt. Wie die anderen, bloß halt ein bisschen kleiner. Ja, ich zähle jetzt nicht unbedingt alles, aber es müsste eigentlich alles passen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3, 5, 7, 8, 9. Ja, das müsste auch passen. Hier haben wir die Sondersteine. Also, das sehe ich nicht alles. Ich zeige es nochmal Rest. Und solche Strasssteine. Dann hier auch nochmal etwas kleinere als die. Das sind auch nochmal Größenunterschied. Ja, minimal, aber einmal rot, einmal blau. Oh, die sind auch sehr schön. Sieht ein bisschen kristallartig aus. Also sind jetzt nicht die typisch normalen Silbernen, die man sonst wenn anders jetzt hatte. Also die zum Beispiel hier, die sind schon zwar auch dabei. Vergleich die mal, ne? Die sind mehr ein bisschen so Regenbogenfarben, strahlen und die halt, ja, Silber halt. Ja. Dann haben wir die. Und dann einmal weiß. Das ist die 1. Das wird überall ringsrum painted. Ja, wunderschön. Ja, da freue ich mich dann auch das zu painten. Also der Drache gefällt mir sehr gut. Den behalte ich ja auch selber. Aber sowas painten man ja dann auch ganz schnell. Aber da habe ich für nächstes Jahr dann auch ganz viele Projekte, was ich da machen kann. Ich muss dann auch mal gucken, ob ich demnächst mal wieder sticke. Ja, ob ich da auch mal euch, weil ich habe lange wirklich keine Stickvideos mehr gemacht, tut mir leid, aber ich hatte einfach keine Lust. Irgendwie der Elan war weg und ja, ich hatte viele andere Projekte, auch mal knüpfen und so. Das könnte ich ja auch mal wieder machen. Ich habe jetzt noch mindestens 2 oder 3, ich glaube, ja, 2 oder 3 Knüpfkissen habe ich noch da, weil es auch mal ein Zweierset war. Einmal Panda, einmal mit Eule und einmal mit Katzen. Die habe ich jetzt noch da. Ja. Ja, mal sehen, was nächstes Jahr so bringt. So, das war. Achso, Moment. Ich müsste ja auch mal die Steine wieder reinmachen. Dass ich das dann suche. Ja, das war jetzt 1, 2. Mit dem war es 3. Das war jetzt 4. Und jetzt kommt das letzte. Ja, hier mal wieder einen Aufsteller, einen schönen bunten Aufsteller. Ja, mein letztes Video hatte ich ja schon mal so einen gehabt. Ich dachte erst, dass der gleich ist. Den werde ich gleich mit euch nochmal
vergleichen und der war dann doch ein bisschen anders. Ja, kann ich ja gleich mal vergleichen. Das ist eine sehr große Platte. Ja, also cool. Ich werde schon mal kurz den anderen tragen. Den habe ich schon auf dem Tisch liegen lassen. Sag, weil ich reingeluschert habe, wusste ich schon, dass es auch sowas hier ist. So. Ja, so, also es sind wirklich ein bisschen verschieden. Und zwar, das ist das aus der Mystery Box. Und das ist der, ja, den man dann mal kaufen konnte. Ne? Aber auch cool, wenn man das verschenkt, hat man gleich zwei Drachen, die sich entweder angucken können, also entweder so hinstellen, oder ja, versetzt. Also der ist ein bisschen größer, den man so, also mini, also gut, es täuscht. Das täuscht, dass der etwas größer ist. Die Wolke sieht ein bisschen breiter aus und die hat ein bisschen schmaler, aber wenn ich das so drüber halte, seht, das ist jetzt nicht unbedingt viel größer. Hier oben ist es, also weil hier oben, na gut, nee, ist eigentlich gleich groß. Weil, wie gesagt, hier hat, wenn der in die Richtung guckt, hat hier den einen Flügel und bei dem hat er auf der anderen Seite den Flügel. Also wenn ich das jetzt übereinander lege, ja, sieht er jetzt nicht unbedingt so viel Unterschied, das ist größer. Also sind eigentlich gleich groß. Ja, dann ist die Platte anders. Bei der Mystery Box war diese große Platte dabei und bei ja, der anderen halt diese. Also wie gesagt, das wird auch noch durchsichtig. Das macht man ja dann auch hier ab. Das kann ich ja auch schon mal machen. Na, hier geht es schon mal ein bisschen leichter. Ja, dann wird es ja auch dann durchsichtig, wie ihr sehen könnt, auf beiden Seiten. Tada! Und dann ist es auch schon durchsichtig. Ja. Ja, das macht man dann hier auch. Hier ist ja auch dann irgendwie ja, ist dann auch wie eine Folie drauf, ne, auf der Rückseite. Dann sieht es nicht mehr so milchig aus, sondern halt auch durchsichtig. Ne? Also man könnte es vielleicht auch dran lassen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das dann geht. Ich weiß nicht, ob ich, ist hier auch nochmal eine Platte? Nee. Also dort, wo die Folie drauf ist, zum Abziehen wegen den Steinchen-Painten, ist jetzt keins. Die Folie sieht dann, also ja, weil das halt milchig aussieht auf der anderen Seite, sieht das hier auch noch milchig aus, aber das geht dann auch weg. Ne? Ich habe auch die Folie ein bisschen eingerissen. Nee, ja, das ist erstmal der Unterschied, aber sind beide bunt, also beide Regenbogenfarben, aber trotzdem ein bisschen anders. Ja, wäre cool, könnte man auch ein Set verschenken. Weil ich habe jetzt keinen Platz mehr, das hinzustellen. Das hat, ich dachte so, als kleiner Schnickschnack mache ich gerne. Es gibt auch welche, die Drachen mögen und oder auch Regenbogen mögen und so alles. Ja, ansonsten mache ich es halt im Hobby, die kreativ mag. Wenn ich es mal mache, nächstes Mal gucken, wie es klappt nächstes Jahr. Und ja. So. Ja, jetzt habe ich das. Ich glaube, das gehört nicht hier rein. Das, ja, das war von anderen Sets, sehe ich gerade. Weil bei dem anderen habe ich doch den Karton. Ja, da muss ich auch wieder reinmachen. Ich gerade überlegt habe, wo habe ich denn jetzt das drin gehabt. Aber ich überlege auch, ob ich das dann hier rein tue. Aber ja gut, das passt jetzt hier nicht rein. Der Karton ist zu groß. Ja, wenn man es wieder reinpresst, geht es aber. Ja. So, hier wollten wir jetzt noch die Steine angucken. Ja, hier ist auch ein normales Toolkit dabei, ein paar Superbeutel. Ja, so ein Dart-Toolkit, ne? So, hier einmal normale Steine. Also schwarz wird immer das Kratzmus für die Augen. Bei den Regenbogen habe ich schon mitgekriegt. Aber der Rest ist jetzt ein altes Strass. Blau. Noch mal blau. Also viel blau. Oh, das ist schön. Viel grün. Dann kommt hier ein bisschen lila. Wunderschön. Ja. Gelb.
und Orange und Rot. Ja, alles so, was in welchem Bogen vorkommt. Ja, gefällt mir auch sehr gut. Ja, das war es jetzt eigentlich schon mit dem Unboxing soweit. Ich sage, ich penne ja nicht gut mit euch. Das mache ich dann im Januar erst. Suchen wir das aus und ja, je nachdem, wie die Zeit halt zulässt. Reinkriege hier. So, genau. Ja, das tun wir jetzt wieder zurück. Oh, das waren die Produkte aus der Mystery-Box. Wer sagt, tut mir leid, wenn es dann gerade doch nicht mehr verfügbar ist. Wie gesagt, das ist schon knapp 2 Wochen her oder 1,5 Wochen. Ja, ich habe jetzt im Dezember 2-mal bei ihr bestellt oder November noch mit. Also November ist jetzt nicht so lange her, wenn das Video online kommt. Ich hoffe, dass ich es noch Dienstjahr schaffe, je nachdem, was der Arzt sagt. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwas verschleppt oder so. Aber wie gesagt, die Außenkante, die wölbt sich wirklich leicht nach außen. Also, ich weiß nicht, was das sein könnte. Ich hoffe, dass nichts angebrochen war und ich habe es irgendwie verschleppt oder so, dass da irgendwas verschoben hat. Weil irgendwie tut es jetzt immer mehr weh, keine Ahnung. Oder ich bin einfach noch teilweise überarbeitet, weil ich ja letztens 9 Tage gegangen bin. Das Buch kann natürlich auch sein. Ja. Ja, wie gesagt, ich werde euch dann beim nächsten Video, also wenn das alles nachher online kommt, werde ich euch im nächsten Video, spätestens Anfang Januar, das ist ja dann schon nächste Woche, ja, wenn ich arbeite, ich glaube nicht, dass ich unbedingt arbeiten gehen kann, so wie der Fuß weh tut, weil ich müsste eigentlich am 31. wieder, auch wenn ich nicht gerne krank mache, aber selbst von mir sagen sie, du siehst echt fertig aus. Naja, ich lasse halt auch gerne mein Team im Stich, aber wir haben recht, ich muss ja wirklich auf meine Gesundheit achten. Naja, gut, meine Lieben, dann schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und das nächste Video wird auch wieder ein Unboxing sein. Entweder von Tini oder von dieser Kooperation. Das muss ich ja auch noch drehen. Ja, mal gucken, ob die mich die Woche anschreiben. Da werde ich auch sagen, hier, wegen Krankheit kann ich gerade nicht. Aber das mache ich demnächst auch noch. Erste, zweite Januarwoche ist so mein Plan. Eigentlich eher am liebsten nächste Woche, aber ja. Gesundheit geht, wie gesagt, erstmal vor und dann wird das sehen, wann was online kommt. Und ja, Januar geht es dann irgendwann weiter, dass ich wieder schöne Videos mit euch mache. Und ja, das sagt, im Januar habe ich ja dann auch eigentlich mein Jubiläum, weil da ist ja, habe ich auch schon 2 Jahre mein YouTube-Kanal. Ist mir letztens das mal aufgefallen, weil ich habe Januar, mal 2020, Januar 2021 ja mit YouTube angefangen. Jetzt haben wir 2024 fast. Also 21, 22, 23, hey, sogar 3 Jahre schon. Oder bin ich doof? Corona war 2020. Ich habe Mitte 2020 angefangen mit Diamond Painting und gleich ist Januar das raufende Folgejahr, also 21. Ja, habe ich jetzt doch schon 3 Jahre. Krass. Ja, ich dachte, es wären nur 2 Jahre, aber nein, ich habe jetzt den YouTube-Kanal schon 3 Jahre. Ja, krass. Mal gucken, ob ich nächstes Jahr was mache. Je nachdem, wie die Zuschauer noch, also ihr Zuschauer noch mit dabei seid, mich weiterhin mögt. Ja, ich bin trotzdem zufrieden mit meinen Followers, dass auch jetzt über Weihnachten durch meinen Adventskalender, welche dazu kam. Vielen Dank, dass ihr mich abonniert habt und gerne meine Videos guckt, denke ich mal. Und was meckerst denn du? Hä? Zicke. Ja, ne, vielen Dank schon mal. Und vielleicht, ich habe jetzt lange kein Gewinnspiel mehr gemacht. Vielleicht, je nachdem, wie es nächstes Jahr passt. Ich will jetzt aber noch nichts ankündigen oder festlegen, ab welcher Abonnentenzahl oder ich irgendwas mache. Lasst euch einfach überraschen, ob nächstes Jahr was kommt oder nicht. Dann werde ich euch schon rechtzeitig informieren, wenn ich es mache. Als Dankeschön. Ja, aber ich will jetzt nicht festlegen. Seid aber auch nicht traurig, wenn dann doch nichts kommt. Ich sage, ich will jetzt nichts festlegen. Wenn ich es mache, dann ja, sage ich euch Bescheid. Ja, wenn man es dann, je nachdem, wann die Videos, letzten 2 Videos und dieses Video online kommt, wünsche ich euch erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wenn das Anfang Januar erst hochgeladen wird, dann ja, hoffe ich, dass ihr gut reingerutscht seid und
hoffentlich ohne Unfälle, weil bei Silvester ist ja meistens immer so, dass dann irgendwas passiert. Knallen werde ich nicht. Erstens weiß ich nicht, ob ich arbeiten muss, auch wenn ich krankgeschrieben werde. Werde ich auch nicht knallen. Also Alter bin ich raus. Ich denke mir, das Geld gebe ich einfach nicht mehr aus, weil die Leute draußen, die knallen eh genug und mir reicht das schon, wenn ich einfach dem Feuerwerk zusehen kann. Genau. Ich mag bloß nicht diese Baller hier, die nur kurz Peng machen. Das mag ich gar nicht. Naja, aber manche mögen die, ich mag die nicht, aber jeden das seine. Ja, meine Lieben, dann sage ich in diesem Sinne erstmal Tschüss und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich freue mich, bleibt gesund und ja, habt immer Spaß an dem, was ihr gerne macht. Und ja, dann sage ich mal Tschüss.